Günter Preuß, vor zwei Tagen kam die, ich sag mal, Schreckensmeldung, dass der MSV Duisburg keine Lizenz für die nächste Spielzeit erhalten wird. Wie reagiert man da so als Meidericher Urgestein drauf? Erstmal mit viel Unverständnis. Es war für uns eine außergewöhnliche Situation. So etwas hat es ja hier noch nie gegeben. Unvorbereitet in so einer Situation zu kommen. Jetzt waren wir eine Woche davor noch davon ausging, alles wäre in trockenen Tüchern. Ja, natürlich. Ne? Wir haben da, ich meine, Ivo Grilic hat ja schon angefangen, mit neuen Verträgen unterzubringen und so weiter, zu verhandeln. Ja? Und jetzt kommt auf einmal so eine Hammernachricht. Ja, das hat also uns alten Meidlinger bis ins Herz getroffen. Und was glauben Sie, wer ist daran verantwortlich oder für verantwortlich oder schuld daran? Ich will keine Schuldzuwendungen bringen, sondern wir müssen mal abwarten, was dahinter steckt. Ich habe nur erfahren, durch Presse natürlich, also immer wieder Meldungen, die in den Äther gingen, dass also man sich nicht innerhalb der geldgebenden Leuten einig ist. Ja, da habe ich den Eindruck, dass also viele Mimositäten irgendwie ausschlaggebend waren, dass man nicht an einem Strang gezogen hat. So habe ich den Eindruck. Es kann ja nicht sein, dass man im Grunde von der Problematik erst in der letzten Minute erfährt. Ja, vor allen Dingen, die letzte Minute ist ja eigentlich sogar schon überschritten, wenn man es richtig sieht, weil die Meldungen sagen ja eindeutig, diese Entscheidung ist bindend, es sei denn, es gibt noch einen Formfehler, den könnte dann der ständige Ausschuss praktisch noch mal kassieren. Ja, ich gehe mal davon aus, also ich hoffe immer noch dieses kleine Quäntchen, da würde ich mich jetzt noch dran festhalten, um dem Club diesen Absturz möglichst zu ersparen. Ich bin in Zweifel, ob man schon den Plan B überhaupt im Kopf hatte, ja, dass man sagt, wie geht es denn überhaupt noch weiter, wenn diese Entscheidung des DFB so bestehen bleibt. Was ist denn in dem Moment, wenn wir jetzt mal wirklich vom Worst Case ausgehen und der MSV in die vierte oder vielleicht sogar fünfte Liga absteigt? Ja. Wie sieht es dann aus? Wie geht es dann weiter? Wie würden Sie sich das vorstellen? Also ich überlege auch schon seit anderthalb Tagen, was dann geschieht. Ja, das Stadion wäre nicht mehr zu halten. Das Stadion ist ja ohnehin nicht zu halten. Ich verstehe nur eins nicht. Das Stadion scheint die Hemmschwelle zu sein, die letztendlich den Verein in diese prekäre Lage versetzt hat. Die Entscheidungen, die vor 10 Jahren gefallen sind, als der Präsident Helmich dieses Stadion, was ja wunderschön ist, ja eines der schönsten Stadien in der zweiten Liga auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum man zur damaligen Zeit nur auf die erste Liga gesetzt hat und hat gesagt, okay, mit der ersten Liga können wir das alles abdecken. Also mit anderen Worten, Stichwort die Stadiongebühren, mit 5 Millionen Euro, genau, ist so. Ganz genau. Ja. Und da muss ich, also es geht jetzt nicht so, dass ich also jetzt dem Herrn Helmich den schwarzen Peter in die Schuhe schieben möchte, sondern das ganze Gremium, das diese Entscheidung mitgetragen hat, das Stadion unter diesen Bedingungen zu bauen, ja, hat ja dann nicht weitsichtig gedacht. Und sonst hätte man sagen müssen, was passiert denn mit dem Stadion und mit der finanziellen Voraussetzung, dieses Stadion halten zu können, wenn wir in die zweite Liga abrutschen. Ja, also diesen Gedanken hat man früher wahrscheinlich überhaupt nicht berücksichtigt. Jetzt nochmal zur aktuellen Situation zurückkommen. Die Fans sind alle sehr geschockt, sind alle sehr betroffen. Ja. Haben am ersten Tag auch so ein bisschen, ich sag mal, unvernünftig reagiert. Aber wenn man sich so die beiden letzten Tage anguckt, hier wurde sehr viel Solidarität gezeigt, hier wurde sehr viel Vernunft bewiesen. Was wünschen Sie den Fans? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Fans, das ist für uns Alten etwas ganz Neues. Die Fankultur ist sowas von toll, dass man diesen Fans im Grunde auch dieses Stadion erhalten sollte. Ja, die Frage ist ja, wie kann ich den Fans so ein Umfeld bieten, in dem sie sich wohlfühlen? Das ist etwas, ja. Das macht sie völlig fertig. Ich danke Ihnen.